Gab's da nicht irgendeinen Trick? Can't exit, module has no hatches. Nein! Transfer crew, transfer irgendwo hin. Escape to cancel. Irgendwer hatte doch mal einen Trick, wie man da rauskam. Komm schon, komm schon, komm schon. Ah. Quemby, du musst dich befreien. Ja, ist hübsch hier drin. Guck mal, da drüben ist ein Raumschiff, was mich retten könnte, aber ich bin gefangen in einer Cupula. Und verhungere hier in den nächsten 14 Tagen langsam. Ja, da müssen wir, glaube ich, einen Ingenieur raufschicken. Also, Valentina hat hier eine Erstsichtung gemacht und festgestellt. Schade eigentlich. Ich habe aber keinen Greifarm bisher. Ich habe keinen Greifarm. So, und Agena, da musst du dich nicht entschuldigen. Aber guck mal, das sieht doch schön aus. Okay, aber wir haben ein bisschen Toleranzzeit. Wir haben nämlich 15 Tage oder Stunden? 14 Tage Zeit, Quemby da jetzt rauszufummeln. Das heißt, was wir jetzt machen, ist, wir machen das, wie echte Kerbals das halt machen. Wir machen eine kleine Rakete mit dem Ingenieur unseres Vertrauens und einem Schraubenzieher und einem... Ich guck mal, ob ich irgendein Modul habe mit einer Tür. Wir bauen da einfach irgendwas mit einer Tür ran. Oder so. Warte nicht. Irgendwas Kleines. Das ist ja... Guck mal, wir haben... Was hat die Rakete jetzt gekostet? 39.000. Wir haben 40... Wir haben Geld verdient mit diesem Raketenstart. Geld verdient haben wir. Wisst ihr was? Wir verdienen einfach nochmal Geld, indem wir jetzt hier den nächsten reinsetzen. Das ist mein bestes Raketenmodell. Das kostet weniger, als es für einen Startbonus gibt. So, und dann werden wir nämlich an dieses awesome-mäßige Raumschiff. So, jetzt lass mich mal gucken. Ich muss nicht docken, ich muss nur eine Tür ranbauen. Ich muss nur eine Tür ranbauen. Ist hier eine Tür dran? Nee. Hier ist aber eine Tür dran. Und das Ding wiegt 0,15 Tonnen. Ganz hervorragend. Dann können wir dieses Teil nämlich einfach von außen rantackern. Und dann steigen wir in dieses Teil um. So. Pass auf. Lasst mich nachdenken. Wo bauen wir das am besten ran? Ja, aber ich brauche ja dann zwei Docking-Ports. Das ist ja doof. Ich hatte eigentlich auch gedacht, es gibt normalerweise dann immer so irgendwie so Türdinger oder sowas, aber ich habe noch kein Teil mit, also sowas hier, nur halt mit einer Tür, aber sowas habe ich noch nicht. Ich baue einfach was mit dem Ausgang an. Und ich glaube, das leichteste Teil, was ich dafür habe, ist schlicht und ergreifend genau das. Containers, das ist der da. Den können wir kombinieren mit einem, obwohl, guck mal, vielleicht habe ich ja ganz viel Glück, aber das glaube ich fast nicht. Dafür ist er zu groß, ne? Ah, nur 88 zu groß. Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Na gut. This time you win. Dann brauchen wir tatsächlich eine Containerhalterung. So, wir nehmen uns eine Containerhalterung mit und einen Container. Ich lese eure Dockingport-Kommentare, bin aber nicht willens zu docken, weil ich viel mehr Bock drauf habe, ein Cockpit anzubauen mit einer Tür. So, und in dieses Inventory legen wir nun einen AES-Pod und oh, ich habe voll Bock, kleine lustige Sachen zu bauen. Oh ja. Ein AES RCR Tank und das wird witzig. Ein paar Steuern. Kann er rüberfliegen sogar. Bäm. So, ja gut, ich glaube, das funktioniert nicht. Das können wir uns sparen. Ich kann das Ding jetzt nicht abdocken. Aber ich kann dann zumindest mit dem Eva-Port rüber. So, und jetzt brauchen wir Personal. Und zwar brauchen wir einen Piloten und einen Engineer, als ob sie es geahnt hätten. Und ich brauche so ein komisches Anschraubgedönsgerät. So, zack. Und
Willst du die Tür nicht vorher testen? Welche Tür will ich vorher testen? Ich weiß, dass die Tür geht, weil das ist ein Pod, in dem man ein- und aussteigen kann. Also das weiß ich. Ach, Kashi, dich habe ich noch gar nicht gesehen. Hallo. Also nicht, dass ich dich nicht begrüßen wollen würde, ich habe dich einfach noch nicht gesehen. So, das Raumschiff war getestet, wir haben einen Piloten und einen Ingenieur, wir haben einen Schrauber, wir haben ein Cockpit, wir müssen eigentlich einfach nur warten, bis die hier das nächste Mal vorbeigeschrabbelt kommen. Mit ihrem Teil. Und ja, ich nutze einiges an Mods. Das kannst du der Videobeschreibung auf YouTube entnehmen oder im Discord den verlinkten Kram nehmen. Oder einer von den netten Herren hier verlinkt dir einfach mein CCAN-File und mit dem Tool CCAN, Pro-Tipp, da gibt's auf meinem Kanal auch Tutorials für, wie man CCAN benutzt, kannst du dir dann einfach all diese Mods installieren. Nimm dir aber ein bisschen Zeit mit und gewöhn dich dran, dass CCAN während dem Installationsprozess vielleicht 3 bis 34 Mal abstürzen wird. So, damit kommen wir in dieser Nacht zu Launch Nummer 3. Einfach nur, um den Leuten, die hier in der Gegend wohnen, richtig auf den Sack zu gehen. Das ist nämlich unser einziges Ziel. So. Und in diesem Sinne, Feuer frei, würde ich sagen. So, mit viel Krach hoch in die Atmosphäre. Und ich würde mal sagen, das könnte ganz lustig werden. Glaube ich zumindest. So, diesmal lasse ich den Antrieb voll mitlaufen. Mal gucken, vielleicht schaffen wir es ja, bevor wir in den Decouple der Booster kommen, die entsprechende Geschwindigkeit zu erreichen. Dann haben wir vielleicht nebenbei sogar noch dieses andere blöde Auftragsding erledigt. So. Ja, und du solltest auch einen Rechner haben, der ein bisschen was abkann. Druckwelle, sonst, naja, könnte das ein bisschen unentspannt werden für deinen Rechner. Oh, 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 vielleicht bin ich ein bisschen arg schnell. Oh, 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 da wollte ich ein bisschen zu viel. Da wollte ich ein bisschen zu viel. Ich muss gerade ein bisschen kämpfen, dass ich nicht zu flippen anfange. Weil ich so viel Aerodynamic Pressure abbekomme. Ja, flieg schnell, haben sie gesagt. Das wird Spaß machen, haben sie gesagt. Dein Pod ist fast sowas ähnliches wie aerodynamisch, haben sie gesagt. Ja, ist er aber nicht. Ist er aber nicht. So. Gut, ich glaube, das werden wir geschwindigkeitstechnisch auch wieder nicht schaffen. Aber auf jeden Fall gehen wir diesmal schnell und heiß aus der Sache raus. Schnell und heiß, Baby. Naja, speedtechnisch hätte es klappen können. So, jetzt gucken wir mal, wo wir hier rausgekommen sind. Naja, naja. Müssen jetzt halt ein bisschen bremsen gleich. Zack, zack. Dann kriegen wir alles hin. Also, wir brauchen jetzt nicht drüber diskutieren, dass das gerade kein effizienter Aufstieg war. Ich habe mich auf was anderes konzentriert, weil ich wusste, wie viel Toleranz die Rakete hat. Also nicht wundern, was ich hier treibe. So, ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen Angleich. Schwuppdiwupp. So. Also, schön die Geschwindigkeit angleichen. Da kommen unsere Freunde von hinten auch schon angekesselt. Sind noch 59 Kilometer entfernt. Können wir sie schon sehen? Da hinten kommen sie. Sehr schön. 53 Kilometer, 52. Läuft bei uns. Läuft, läuft. Und Jebediah und Bill werden das gleich mal klären. So. Was ein Sol ist. Ein Sol ist ein Sonnentag, üblicherweise. Also ich kenne es jetzt aus dem Sol-Null-Kontext oder aus dem Mars-Kontext so, dass ein Sol ein Tag ist. Also ein Tag, in dem sich der Planet einmal komplett dreht. Von der Sonne her. Also Sol selber ist die Sonne und man benutzt es halt als Begriff für... Also ich kenne es in dem Kontext, dass man es als Begriff benutzt für einen Sonnentag. Genau, aber die Direktübersetzung ohne weitere Bedeutung ist halt einfach Sonne. Da hat der Prius recht. So. Gut, wir fliegen mal rüber zu unseren Freunden.
Oh. Flame out, flame out. Nein. Okay, wir gehen auf unsere Stufe für Überlebende. Was ist hier los? Gwenby ist jetzt Teil unseres Raumfahrtprogramms. So, jetzt müssen wir aber hier mal mit dem kleinen Pod arbeiten. Juhu, nur noch 1600 Delta V. Wir kommen mit unserer Reisetasche. Der ADAC Pannenservice ist unterwegs. Dementsprechend machen wir auch mal das Lichtlein an und gleichen das ein bisschen an, dass wir auch tatsächlich zu unseren Freunden fliegen und nicht irgendwo anders hin. Schwupp! Und dann heißt es auch schon wieder Counterclockwise, sage ich schon. Rotierst du überhaupt? Rotate clockwise. So. Gut, jetzt kommen wir da ein bisschen schnell angeschüsselt. Aber das ist halt so. Wie nah kommen wir denn ran? Im besten Falle. 27,6 finde ich ein bisschen wenig. Bitte warten Sie kurz. So, wir sind ja jetzt schon näher dran. Dann bremse ich jetzt lieber einmal und fliege nochmal drauf zu. So. ADAC Pan-Orbital Service ist im Anflug, um unseren armen, gestrandeten Körbel zu befreien. So. Zack. So, jetzt müssen wir mal gucken, was die Map dazu zu sagen hat. Die Map sagt, ist noch nicht so weit. Dann sag ich, doch, ist es wohl. So, wir fliegen auf jeden Fall drauf zu. Aber wir sind aber ziemlich weit außerhalb der ganzen Geschichte. Das ist jetzt ein bisschen Fuelverschwendung hier alles, aber... Ach, guck mal da. 9, 6, 5, 4, 3, 6, 3, 4, bla 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 bla. Und... Ja, das reicht mir. So, jetzt müssen wir gleich ein bisschen was abbremsen wieder. Aber erstmal heizen wir auf die Kisten zu. So. Hübsch schaut's aus hier. Hier ist ordentlich was los im Orbit. Hier ist richtig ordentlich was los. Und ich würde sagen, wir bremsen auch mal richtig ordentlich. Vor lauter Erzählen. Schön am Vorbeikesseln. Hallo Freunde, das Rettungstaxi ist da. So, und wir wollen aber tatsächlich in Wirklichkeit nicht zum Rescue One, sondern wir wollen zum Gwenby. Und den oder die da rausoperieren. Gwenby, was würdet ihr sagen? Gwenby klingt für mich fast eher wie ein weiblicher Körbel. So. So. Schwupp, letzte Annäherungsmanöver für unsere Rettungsaktion. Und dann kommen wir gleich. Also ich glaube, bei den Mods ist auch hauptsächlich ist relativ wichtig, dass ihr viel Arbeitsspeicher habt und eine Grafikkarte, die das mitziehen kann. Die CPU, also sie ist bei mir auch ganz schön am Röcheln, aber ich glaube, wichtig ist, ich weiß gar nicht, ob Körbel mehr auf mehrere Cores oder mehr auf Taktrate, vermutlich mehr auf Taktrate als auf viele Cores. Deshalb glaube ich, dass ein hochgetakteter i3 oder i5 wahrscheinlich sogar mithalten können. Ich meine, es gibt halt auch bei i3s oder i5s halt immer solche und solche, ne? Da muss man realistisch bleiben. So. Ist halt auch nicht alles gleich. Genau, und ich persönlich zumindest habe KSP gerade mit den ganzen Mods auf einer SSD liegen. Einfach mal so als Input an euch. Auch weil dann das Laden mit den ganzen Mods halt nicht so lange dauert. Also das ist bei mir halt, also ich mache es halt vor allen Dingen deswegen, dass wenn mir mal im Stream hier alles auseinanderbricht, ich schnell wieder online bin, damit ihr nicht irgendwie 20 Minuten warten müsst, bis ich das irgendwie von meinem Magnetspurband gelesen habe oder so, sondern halt entsprechend... Schnell geht's. So, ich glaube, viel besser wird es jetzt in dem Fall nicht mehr. Jetzt drehen wir das mal einmal so, dass die Sachen, die gebraucht werden, möglichst nah beieinander sind. So. Und ich würde sagen, dann hat Bill seinen großen Auftritt.
Licht an, Show los. Und wir versuchen jetzt mal, der Gerät anzubauen. An die andere Kapsel. Inventory und Inventory und ausrüsten. So, schön dazwischen schweben. Und jetzt nehmen wir das. Und schrauben das da an. Fertig! So, in der Theorie kann jetzt nämlich, jetzt muss ich zwischen all den Gefährten hier erstmal das Richtige finden. Die Gwen B, nämlich eine Eva, ach nee, ist noch im falschen Modul, genau, ich kann sie jetzt hier rüber transferieren in das hier. Und hier müsste sie jetzt eine Eva machen können, hervorragend, wie auch immer sie in dieses Modul reingepasst hat. Und Gwenby ist was gewesen? Farmer, ne? Farmer haben wir auch noch nicht. Mal gucken. Also ich werde dann mal in der Modulliste auch gucken. In der Modulliste, in der Bewerberliste, wollte ich sagen. Auch mal gucken, wer von euch sich als Farmer beworben hat. Wo auch immer es dann hingehen soll. Und werde dann mal einen Farmer mit reinnehmen. Das wird ja spannend. Ich hoffe, ich habe schon einen Farmer. Sonst wird's lustig. Okay. Gut, jetzt kann Gwenby zu ihrem Rettungsraumschiff. Da ist ja auch noch ein Platz für sie frei. Das war ein bisschen schnell. Overshooting. Overshooting. Ja, es ist ziemlich was los heute im Orbit. Aber die Mission haben wir, glaube ich, im Sack, würde ich mal sagen. Da kann jetzt nicht mehr allzu viel passieren. So, zack, festhalten und hinein in die warme Stube. So, und damit ist Gwenby gerettet. Und jetzt müssen wir nur noch den Bill wieder einsammeln. Der schwebt dann nämlich noch so ein bisschen unmotiviert im Orbit rum. Und wir beleuchten schwer ganz Körbeln mit unserem Licht. Jetzt gibt es auch noch Ärger wegen Lichtüberflutung. Packt das ganze Modul in den Container. Ich glaube, dass der Container kaputt gehen wird. Obwohl, wir können es aber probieren, ne? Wo bin ich denn jetzt? Ich habe gerade ein bisschen die Orientierung verloren. Da ist das Modul. Da bin ich. Ich kann das, glaube ich, nicht die ganze Zeit festhalten, während ich rumfliege. Also wenn ich scrabble, kann ich nicht mehr rumfliegen. Jetzt muss ich mal einmal da rein. Guck gleich mal, ob wir das hinkriegen. So, wir haben angefangen, die erste Raumstation, um Körben zu bauen. Docking-Manöver haben wir auch noch gemacht. Crew-Transfer, ja, was immer er möchte. Wir haben angefangen, eine Raumstation zu bauen. Habt ihr gelesen? Das galt schon jetzt. Wir haben da ein Cockpit angebaut. Ja, wir können mal probieren, ob das klappt. Mit euren wilden Ideen. Das noch mitzunehmen. Aber eigentlich lohnt sich das nicht. Von der Kohle her. Also wollt ihr wirklich, dass ich jetzt das Teil noch einsammle? Ich finde, dass das vom Spielzeit zu Kohlegewinnfaktor ist einfach Geld nicht wichtig genug für uns. Wir sind so unglaublich reich und wir kriegen so unglaublich viel Kohle eh die ganze Zeit in den Hintern gestopft, dass wir jetzt wegen 400 Körbel-Dollar oder was auch immer wir da zurückbekommen, ist es meiner Meinung nach eigentlich den Aufwand nicht wert, da jetzt hinzutüdeln. So, ich glaube, wir können hier mal ein Landemanöver einleiten. Mit Jebediah und Bill. Wir können aber mal gucken, wo ist denn der Kerbin Space, wo ist denn das Kerbin Space Center? Wo ist denn der Kerbin Space Center, genau. Ah, der ist noch ziemlich weit weg. Oder das ist noch ziemlich weit weg. Dann machen wir einfach jetzt eine normale Bremsung. So, wir bremsen uns in die Atmosphäre rein. Zack. Dann kann der Kram da unten weg, glaube ich. Die Kappel. So. Und dann stellen wir die hier einmal ein. Und machen die diesmal auch alle drei scharf und nicht wieder nur einen. Das wäre nämlich ein bisschen peinlich. So, und dann machen wir hier noch einmal ordentlich. Bisschen höher. Bisschen höher. Und machen auch den scharf. Und dann heißt es eigentlich nur kurz warten. Und danach können wir dann das andere Raumschiff direkt landen. Das ist ja jetzt noch knapp
über uns unterwegs. Ja, das sieht doch alles insgesamt ganz gut aus. Unsere anderen Missionen machen auch Fortschritte. Stunde 42 noch. So, und ich würde sagen, das ist ein guter Zeitpunkt, einen Schluck zu trinken. Und ich glaube, den Part jetzt. Wir wissen, dass die Kapsel hier funktioniert. Haha, jetzt auch mit Warnlicht, wenn wir aus dem Orbit zurückgestürzt kommen. Mache ich jetzt mal einen Zeitraffer, weil, wie gesagt, wir wissen, dass es aerodynamisch funktioniert. Da muss ich jetzt keine große Kontrolle mehr behalten. Ich lasse die Kapsel einfach machen. Wahrscheinlich kann ich das sogar ohne SAS fliegen. Sind ja nur Jebediah und Bill. Ich habe ja genug Ersatzabonnentenkörbels. Hahaha. Wenn sogar Scott Manley den Jebediah umbringt, dann muss ich mich ja nicht schämen. So. Geschwind, geschwind der Wiedereintritt. Bisher noch ohne nennenswerte Hitzeffekte. Ich denke mal, das geht gleich los. Wir sind geschwindigkeitstechnisch sehr, sehr entspannt unterwegs, weil wir auch nur aus dem niedrigen Orbit kommen. So, mal gucken. Mal gucken, ob mein Warnlicht hitzetolerant genug ist, um den Wiedereintritt zu überleben. Swoosh. Also, wir sind jetzt komplett aerodynamisch gesteuert. Das sieht aber mal ganz gut aus. Und machen jetzt unseren Wiedereintritt mit einer schönen Spur. Da ist unser anderes Teil, also unser Tank, den wir gerade abgeschmissen haben. So, jetzt kommt die eklige Phase, wo man auch mal ein bisschen Gehbelastung bekommt, aber es ist halt auch schon direkt wieder vorbei. Sehr schön. Ich lasse den Zeitraffer auch direkt drin. Wo kommen wir denn Schönes runter? Wir fallen durch diese Wolke. Ich kann nichts erkennen. Es ist super wolkig. Aber es dürfte Ozean sein, wenn ich raten müsste. Hier wissen wir gleich mehr. Wir kommen im Ozean runter. Aber da hinten ist auch gleich eine Insel. Da sind unsere Fallschirme. Insgesamt eine sehr entspannte Mission. Na, kann man nichts sagen. So, und jetzt harren wir mal den hier kommen. Also ich habe jetzt mal von Orbit auf Surface umgeschaltet, damit man sieht, dass die Geschwindigkeit nicht bei 140 ist. Und dann können wir als nächstes direkt Valentina nach Hause holen. Also noch einen weiteren Re-Entry fliegen. Und dann könnten wir eigentlich den Core, also den ersten Core, den Anfang der Raumstation hochschicken, während der Transfer noch läuft. Was haltet ihr davon? Weil dann können wir jetzt hier Schlag auf Schlag Raumstationen bauen. Und wenn die Raumstation im Orbit platziert ist, dann können wir gucken, dass wir am Mond unser großes Feuerwerk zünden mit all den Landungen und was man da sonst noch so macht am Mond halt. So, jetzt kommt Valentina aber als erstes mal. Mit der Rescue One. Ich glaube, das hier können wir nachher löschen, aber jetzt erstmal egal. So, wie viel Delta Vs haben wir denn hier noch? 2200, ey, wir können fast ein Powered Landing machen, ne? Naja. So. Hier mal eine Nachtlandung, oder was? Ich wollte ein Orbit Retrograde, dankeschön. Wisst ihr was? Wir machen einfach mal ein Powered Landing. So lange wie es geht. Ich glaube, wir können einen Großteil der Geschwindigkeit so oder so runterbrennen. Das sollten wir allerdings ein bisschen höher ziehen. Wir machen hier schön Powered Landing. Vollprogramm. So, gleiches Spiel in grün. Dann passiert ja auch mal was Spannendes anderes. Zack. Also ich muss sagen, das Hintergrundlicht anpassen ist ganz angenehm. Das macht es, glaube ich, auch gerade für euch im Stream echt schöner, was erkennen zu können. So, und was wir jetzt nämlich mal machen, ist, wir nutzen den ganzen Sprit, den wir noch haben, in der nächsten Stufe. Was war das? Eine Leerstufe, so.
Und bremsen uns gleich, sobald wir die Atmosphäre treffen, geschwindigkeitstechnisch schön runter, dass das einfach überhaupt gar nicht schlimm wird mit dem Wiedereintritt. So. Mal gucken. Das wird nicht ganz funktionieren, aber wir können es auf jeden Fall deutlich runterbremsen. Weil wir halt eine Thrust Rate Ratio von nicht 1 haben. Deshalb ist das nicht ganz so ideal. Aber wir können auf jeden Fall die Geschwindigkeit deutlich reduzieren. Während des Wiedereintritts. Jetzt muss ich nur mal gucken, ob... Was ist hier los? To Boldly Go 2 is available. Das ist natürlich spannend, weil dann können wir die upgraden. Dann gibt es mehr Kohle für To Boldly Go. So, was haben wir hier? Zack, zack, zack. Electric Charge ist noch safe. Okay, sieht gut aus. Also, wir bremsen. Wir bremsen, wir bremsen. Und wir bremsen immer noch. Ich bremse noch mit Zeitraffer. Ja, Hitzeeffekte. Kurz und knackig. Ich glaube, das Fuel hält länger, als das Bremsen dauert, ehrlich gesagt. Mal gucken, ob es explodiert. Bin ich jetzt mal gespannt. Ich nehme Wetten entgegen. Ob wir eine Explosion erzeugen werden, aber wir sind schon viel zu langsam geworden, glaube ich. Langweilig. Okay. Wird Zeit für ein Decouple. So, soviel zum Thema Powered Landing. War ganz nett soweit. Aber den Rest können jetzt die Fallschirme machen. So. Zeitraffer rein. Andersrum. Zeitraffer rein. SRS raus. Und wir gehen runter mit Warnlicht, dass wir hier kommen. So. Das ist unsere zweite Landung. Und diesmal ist Gwen, wie auch da. Und merkt ihr was? Salamanderpot? Bilder. Salamanderpot? Bilder. Warum haben wir jetzt plötzlich Bilder auf dem Salamanderpot? Ist das. Bin ich der Erste, dem das auffällt? Ist euch nicht aufgefallen, dass wir Bilder im Salamanderpot haben? Was ist los? Warum funktioniert das plötzlich? Warum funktioniert das plötzlich? Naja, ich hinterfrage das nicht. Ich finde das gut, dass die Bilder jetzt funktionieren. Wer weiß. So. Sehr schön, Freunde. Dann kommen wir jetzt, glaube ich, zum Thema Raumstation. Sieht für mich zumindest sehr stark danach aus, dass wir das jetzt als nächstes Thema starten. Jetzt gibt es aber natürlich erstmal noch ein bisschen Kohle.